So, hallo, wir, Upsala, hat ein bisschen stark ausgeschlagen. So sollte es besser sein. Machen weiter. Bei Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Infos zum Let's Play in der Beschreibung. Es ist blind. Es ist. Ich habe keine Ahnung, was ich alles hingeschrieben habe. Was habe ich noch reingeschrieben in die Beschreibung? Irgendwas habe ich noch immer am Anfang gesagt. Es ist blind und. Achso, ja, ungeschnitten. Ne? Also, man sieht alles und das hat man, glaube ich, in den letzten Parts sehr, sehr deutlich gemerkt, dass man alles sieht. Ja, ich habe keine Ahnung mehr, wo wir sind. Ich muss gucken, wo ich aufgehört habe. Okay, ich bin in einer Höhle. Ist das diese Wirbel? Ah, das ist dieser Wirbelstrudel-Dings. Den Schrein habe ich, glaube ich, schon gemaked, richtig? Ja, den Schrein haben wir gemacht. Okay, stimmt, wir hatten es hier runtergestürzt und waren jetzt in dieser Strudelhöhle. Richtig, und dann habe ich, glaube ich, am Ende des letzten Parts gesagt, dass ich jetzt Richtung Vulkan möchte. Na, hier Vulkangebiet. Ich glaube, das hatte ich angekündigt und angedeutet. Es hat jetzt auch, glaube ich, aktuell niemand groß Kommentare geschrieben, die ich irgendwie, auf die ich irgendwie eingehen könnte. Deswegen, ja, denke ich, machen wir das jetzt auch einfach. Und, genau. Dann begeben wir uns mal in die Richtung und gucken mal, hier sollte irgendwo auch ja theoretisch der Krogwald sein und der Schrein des Waldes, ne? Der Schrein. Der Stall des Waldes und da müsste es ja auch zu diesen Höhlenviechern irgendwas geben. Schauen wir mal, ob das der Fall ist. Schau mal, ob das der Fall ist. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich habe jetzt so gut 4 Stunden Zeit ungefähr. Ich hoffe, dass aus diesen 4 Stunden nicht nur 4 Parts werden, sondern ein bisschen mehr. Ja, das wäre der Wunsch. Ich hoffe, dieser Wunsch wird mir erfüllt. Das wäre sehr schön. So. Ich muss die Parts ein bisschen kürzen. Ich sag's immer wieder und ich schaff's dann einfach nicht, ne, weil es einfach. Es gibt einfach so viel zu tun. Und ich denke aber trotzdem, es wäre das Sinnvollste, jetzt erstmal diese ganzen Fähigkeiten hier halt zu. Das ist die falsche Taste. Diese ganzen Fähigkeiten hier halt zu holen, na? Wir haben ja hier zum Beispiel eben den Schwur von Tulins. Und da gibt es ja dann sicherlich zu jeder Geschichte, gibt es ja dann sicherlich nochmal so ein neues Viech, was man einsetzen kann, na? So, keine Ahnung, wie die funktionieren. Ich hab, wie gesagt, keine Ahnung. Aber genau. Ach, und ich sehe gerade, wir haben 8 Krogsamen und hier, der Dude ist jetzt ja immer hier scheinbar. Noch 100 Schläge, was? Oh, Link, guten Morgen. Schwertkampf ausgestattet. Ach, der labert nur wieder. Okay, der labert nur rum. Gut. Ja, genau. Und hier sollte jetzt grundsätzlich immer unser. Ja, der, okay, der ist jetzt standardmäßig hier. Sehr, sehr schön. Dann haben wir da jetzt den festen Platz für ihn gefunden. So. Ich würde sagen, Bogentasche. Kann ich Bogentasche noch oder ist schon. Genau 8. Genau 8. Oder sollen wir lieber ein paar Schilder noch machen? Nein, wir setzen Bogen öfter ein als Schild. Let's go. Aber ich muss, glaube ich, auch lernen, Schilder öfter einzusetzen. Ich glaube, auch das muss ich noch lernen. Ja, doch, hier haben wir jetzt schon relativ viele. Und bei Schildern haben wir, glaube ich, auch nicht. Ein paar haben wir, glaube ich, auch gemacht. Ein paar haben wir, glaube ich, auch gemacht. So. Alright. Jetzt waren doch, glaube ich, hier unten, waren hier Feen? Ich bin mir nicht mehr sicher. Waren hier Feen? Dann würde ich da mal gerade runtergehen. Nee, hier waren keine Feen. Aber was ich dadurch auch gerade sehe, die Leuchtsamen kommen scheinbar immer wieder oder habe ich die nie eingesammelt an der Stelle? Doch, weil da drüben habe ich sie eingesammelt. Ha. Okay, dann habe ich sie einfach nicht eingesammelt, scheinbar.
Aber ich dachte, hier waren Feen drin. Habe ich die auch nicht eingesammelt? Oder? Und da kommen die einfach teilweise wieder. Hä, lol. Wait a moment. War ich hier hinten? Ach, das ist... Ach so, da komme ich hier raus. Ja, gut. Hi. Da hat jetzt aber keine aktuellen Ausrufezeichen nochmal über dem Kopf, ne? Ah, warte, kann ich hier Dinge tun? Wie viel habe ich denn gerade? Wie viel habe ich denn gerade? 7. Nice. Let's go. Neues Herz. Neues Herz. Ab dafür. Sehr schön. So. Ja, komm, die Animation brauchen wir nicht immer wieder. Ja, mein Gott. Ey, das ist so nervig, dass man die Animation immer wieder sehen muss. Ich hatte es das letzte Mal schon bemängelt. Und beim nächsten Mal hat er es dann nicht mehr gemacht. Aber wenn man neu hingeht, macht er wieder die Animation neu. Das Also, ja. Das Spiel ist schon sehr, sehr kundenorientiert. Aber so ein paar Kleinigkeiten hätte man dann auch noch durchaus zur Verbesserung anbringen können. Naja. So, dann ziehen wir jetzt erstmal was Ordentliches an, weil die Leuchtkleidung braucht man gerade überhaupt nicht. Ich drücke immer die falsche Taste. Ich drücke schon wieder die falsche Taste. Das war die richtige Taste. So, sondern wir brauchen Verteidigung, Verteidigung, Verteidigung. Und damit gehen wir doch einfach als Soldat. Zack und zack. Sehr schön. So. Oh, ich sehe da gerade... Okay, wartet mal kurz. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich das schon im Dings habe. Habe ich so ein... Oh mein Gott. Das wird mich auch böse... Ja, ja, doch hier. Verlauf 8, Verlauf 9. Ah, zu Favoriten. Ah, man kann... Okay, man kann Favoriten machen. Jetzt wird mich nämlich kurz interessieren, passt der hier? Ist das korrekt? Guck mal, der wird jetzt nämlich sagen, hier, es kostet was. Weil was kostet denn das jetzt? Was fehlt ihm denn? Was fehlt ihm denn hier? Es ist doch eigentlich alles da. Aber scheinbar nicht. Ach, der Drachen, die Drachenkanone ist nicht drin. Ja, Moment, die will ich ja gar nicht. Die will ich ja gar nicht. Beenden. Beenden. So. Die Drachenkanone, ich wollte ja nur dieses Ding auf dieses Ding setzen. Okay, neuer Versuch. Dann ist das hier ohne Kanone. Kann das sein? Dass man das nicht sieht, ne? Ne, das ist auch mit Kanone. Ich will aber ohne Kanone. Ja, die Kanone ist da auch in der Mitte. Hat er nur mit Kanone gespeichert? Ist da die Kanone drin? Ja, das ist jetzt... Wieso kostet das jetzt 6? Das ist ohne Kanone, aber was ist denn da jetzt anders? Ach, wisst ihr was? Ich baue einfach nochmal neu. Ach so. Ich kann die gar nicht nutzen, deswegen... Ich kann die gar nicht nutzen, deswegen will der auch... Der würde sozusagen jetzt alles erstellen von dem... Ah, ja, okay, ich verstehe. Der hätte jetzt alles neu erstellt. Das ist natürlich dann völliger Quatsch. So, was mit dir jetzt hier? Wir können hier aber... Ich habe schon eins ge... Ah, man kann das nochmal kaufen. Warum sollte man das denn nochmal kaufen? Das ergibt doch auch wieder gar keinen Sinn. Wir haben ja noch eine andere Statue gefunden, aber das Problem ist halt... Guck mal, jetzt sagt er hier 100 Stück und dann gibt er mir den Ort an. Aber ich könnte ja auch die 100 sparen, wenn ich den Ort selber finde. Und wir haben jetzt ja ein paar schon selber gefunden. Also ich spare mir das jetzt erstmal, muss ich gestehen. Wieso habe ich immer noch eine Leuchthose? Habe ich nicht umgezogen? Ey, bin ich schon wieder so durch eigentlich? Wieso habe ich immer noch die Leuchthose? Habe ich nicht...
Hä? Ich sortiere das jetzt erstmal. Na, was hat der jetzt sortiert? Nach Körperpartie, nach Sets. Ja, genau, nach Sets. So. Und dann ist doch Leibwache, Hylia-Rüstung. Ach so. Jetzt passt alles zusammen. Ich bin dumm. Aber dann haben wir von Leibwache doch nur das Gewand bisher. Okay. Alles klar. Gut. Ja, aber dann, wie gesagt, wir ziehen Richtung Eldin. Wir ziehen vorsichtig Richtung Eldin. Okay, Route brauche ich nicht. So. Ich denke, hier ist jetzt auch nichts großartig zum Suchen finden. Ja, dann geh halt rein, wenn es dir kalt ist. Du musst ja nicht da stehen bleiben, du NPC. Glaubt man es? Das sieht jetzt nicht so gesund aus. War das schon immer so? Ah, jetzt ist es wieder weg. Ah, das ist wahrscheinlich der fliegende Teil, ne? Der so drauf ist. Ja. Ah, das sah gerade sehr gruselig aus. Nun gut. Da drüben wäre ein Schrein. Ich denke, da gehen wir als erstes hin. Da drüben wäre dann auch der nächste. Hä, warum ist das? Habe ich noch nie eine Spitzhacke eingesammelt? Und fotografiert? Tatsache. Ja, let's go. So. Ja, Waffentasche ist voll. Ist okay. Schwein haben wir aber bestimmt schon mal fotografiert, oder? Was? Ich habe noch nie ein Waldschwein fotografiert. Okay. Na dann. So. Jetzt aber hier wirklich los, los. Da drüben war der Schrein, da will ich hin. Man sieht, also ich muss jetzt halt sagen, ne, im Regen sieht man halt so ein bisschen die grafischen Schwächen. Das sieht halt schon sehr, sehr weird aus, wie sie das hier so einfach so umranden. Als wäre das irgendwie so Stromelektrizität, die da so ein bisschen rumgeflackert. Es sieht sehr komisch aus. Ich bin allgemein einfach kein Fan von Regen in dem Spiel. Regen bringt hier nur, also Regen bringt hier null Vorteile. Wann immer es hier in dem Spiel regnet, ist es einfach nur schlecht. Es hat einfach wirklich keinen einzigen. Nein! Du kannst mich mal kreuzweise. Ich bleib hier. Mach du deine Scheiße alleine. Alter. Mit Phantomgannern legen wir uns später an. Viel später. So. Bisschen Hyrule-Gras noch mitnehmen, jawohl. Okay, da oben ist doch bestimmt ein Krogi, mindestens. Da drin wird eine Truhe sein. Könnte ich mir vorstellen. Keine Truhe. Halt, stopp! Ich bin blind. Ah, nee, hä, das sah wie eine Truhe. Okay, ist wirklich keine Truhe. Gut. Beziehungsweise nicht gut. Aber okay. Aber das sind jetzt auch wieder so Sachen, ne? Ich glaube, wenn man einfach ein bisschen durchspielen möchte, dann sollte man sich halt nicht an solchen Sachen hier jetzt aufhalten. Aber immerhin regnet es nicht mehr. Da oben ist nichts.
Scheiße. Ist da wirklich nix? Na gut. Na gut. Man kann ja nicht auch auf jedem Turm was verstecken. Aber ich will das. Will ich das jetzt ab? Nee, guck mal, jetzt könnte ich hier den ganzen Quatsch ablaufen. Das ist auch so. Nee. Wir machen lieber auch. Guck mal, habe ich hier zwei Schreine auf einem Schlag. Dann machen wir die beide. Dann machen wir die auf jeden Fall beide. Ah, was ich gerade sagen wollte, ne, man könnte es jetzt wieder so ewig aufhalten an so Kleinigkeiten. Und ich glaube aber genau, das ist ja dann das, was die Zeit so kostet. Und ich habe nicht vor, am Ende hier 500 Parts rauszubekommen. Das ist nicht ganz mein Ziel. Meine Zielsetzung. Das ist nur ein Fuchs, den haben wir schon 3 Millionen. Naja. Schon recht. Da ist auch nichts Spannendes. Nee, also, da könnte man sicherlich jetzt ran langlaufen und irgendwelche Sachen finden, so, aber bin ich jetzt gerade nicht so der Meinung, dass das sein müsste. Erstmal einen Pilz mitnehmen. Ist das festes Ding oder ist das so ein... Das ist so ein komischer... So ein komischer Boss-Ding, ne? Da gehen wir mal schön außenrum. Da habe ich keinen Bock drauf. Ah, oh, da muss ich da aber weit außenrum gehen, wenn ich nicht... Ach nee, die sind, glaube ich... Ich weiß es nicht, ob die fest sind. Es ist egal. Jedenfalls interessieren sie mich nicht. Ich will nur zu dem Schrein dahin erstmal. Als erstes will ich nur zu dem Schrein da erstmal hin. Ach, jetzt sind da auch noch solche Viecher. Guck mal, da sieht man, wie man so einen Wagen bauen kann. Ja, hier könnte ich jetzt auch so einen Wagen nachbauen. Sind überhaupt Viecher drin? Oder ist es verlassen? Man weiß es nicht. Wir lösen jetzt erstmal den Schrein aus. Unser allererster Act ist jetzt erstmal den Schrein auszulösen. Dass wir uns hier Richtung, vorsichtig in Richtung, ja, Eldin begeben können. So. Und den Schrein zu schaffen wäre ja schon mal Progress. Kampftechnik. Okay. Es ist ein Schrein, der mir was beibringt. Na gut. Oh, aber dafür bekomme ich erstmal Feuerfrüchte. Oder auch nicht. Ach, ich lerne jetzt das Viech zu bewerfen, oder was? Ja, okay. Ja, okay, dann lerne ich das Viech jetzt zu bewerfen. Ist in Ordnung. Ja. Machen wir. Ja, habe ich verstanden. Lass mich weitermachen. Ja, ich weiß, wie man wirft. Mein Gott. Ja, Alter. Nein. So. Aber was ich werfe, ist am Ende egal, ja? Ich mein, ne? Das war es jetzt, oder wie? Ja. Ja. Muss ich nochmal werfen? Okay. Wow. Das war jetzt schon crazy. Das war jetzt schon richtig crazy. Puh. Puh. Das hat jetzt schon... Toll, jetzt komme ich da nicht...
Ey, ich will das haben. Kann ich mir das irgendwie holen? Kann ich mir das irgendwie holen? Perfekt. Das Spiel weiß, was ich will. So. Okay. So. Was haben wir hier? Wahrscheinlich eine Waffe. Oh, gut. Ich habe 2 geworfen. Ich habe 3 bekommen. Win. Das ist ein wirtschaftlicher Gewinn. Von einer Donnerblume. Sehr gut. So. Da wäre es jetzt schon wieder Nummer 4. Wir können uns direkt den nächsten Herzcontainer holen. Ja, 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 ja. Immerhin kann man das überspringen. Also, warum nicht die anderen Sachen? Keine Ahnung. Weil Nintendo ist halt so, hey, du kannst das und das überspringen, aber das dann wiederum nicht. Ist okay. Cool. So. Okay. Dann wollen wir gleich zu dem nächsten Schrein. Aber nach Möglichkeit... Wir gucken jetzt mal ganz kurz. Oh, hier sind auch mehr. Okay, hier sind Feuerfrüchte. Wichtig und richtig. Viel Spaß, Lux, online. Das wollte ich nicht. Ah, hier ist es hin. Natürlich. Oh, Blutmond schon wieder. Schon wieder Blutmond. Du kannst es dir nicht ausdenken. So, sind da jetzt Viecher drin oder nicht? Ah, ja, natürlich sind Viecher drin. Okay. Ja, dann habe ich jetzt da eh... Also, dann bringt es jetzt ja eh... Ja, moin, da ist dieses Viech. Aber dann bringt es jetzt ja eh im Moment nichts. Weil ja eh gleich, ne? Wie lange dauert es noch, bis der kommt? Ein bisschen dauert es noch. Da sind Leuchtsteine. Beim Vulkan ist auch scheinbar so eine Art Labyrinth, okay. Ja, wir gehen jetzt erstmal zu dem nächsten Schrein. Der war, wo war denn der? Da drüben irgendwo, ne? Da ist einer. Aber war das der andere, den ich gesehen habe? War da nicht noch einer auf dem Zwischenweg? Ne, vielleicht war das dann der. Aber ist es dann hier überhaupt so ein Viech, was rumläuft? Doch, ich glaube, dass der auch dann hochgeht und rumlaufen würde. Ach, der will... Ja... Ja, nee, der soll jetzt mal hier nicht rumnerven. Ach, jetzt geht's los. Ja, moin. Jetzt habe ich so lange rumgequatscht. Okay, egal. Dann warten wir kurz hier, bis es losgeht. Oh, eine Gerudo haben wir zum ersten Mal gesehen. Safsama. Oh, du bist aber ein ansehnlicher Woi. Da treffen wir uns also an einem derart romantischen Plätzchen, ob du gar mein Woi fürs Leben bist. Nein, bin ich nicht. Ja, ich bin nicht auf der Suche. Korrekt. Oh. Kirschbäume. Seltsame Kreaturen Satori in ihrer Nähe gesichtet worden sein sollen. Satori soll Früchte mögen, als hätte ich vielleicht einfach welche mitbringen sollen. Okay, keine Ahnung, was du mir erzählen willst, aber gut. Danke für die Info. Ja, komm, wir wissen alle, dass Blutmond kommt. Mach einfach. Wenn das Blut... Ja, ja, Fake Zelda ist recht. So. Ich nenne sie weiter Fake Zelda. Was wollt ihr tun? Die kommt mir einfach nicht echt vor. Ich weiß es nicht. Das... Ach, gucke mal. Ich glaube, ich weiß, was ich zu tun habe. Nee. So.
Irgendeine Frucht einfach da reinwerfen. Naja, wobei, vielleicht nicht eine Frucht, die explodiert. LOL. Ja, gut, dass wir mit der Gerudo gesprochen. Was? Was ist jetzt das wieder? Das hier ist am nächsten, dann laufe ich dahin. What the, was ist jetzt wieder passiert? Oh, das mit dem Windstoß ist so cool. Aber was ist jetzt, was ist denn jetzt das wieder für ein Zeug? Gehen wir denn auf die Nerven da oben? Da haut es gleich noch eine Sternschnuppe gleichzeitig runter. Ach, zeigt er mir an, wo Höhlen sind oder was? Zeigt ihr mir einfach an, wo Höhlen sind? Oder... Na, das kann natürlich auch sein. Wenn ich sozusagen Höhlen suche... Wahrscheinlich zeigt ihr mir an, wo Höhlen sind, wo dieses Viech noch drin ist. Na, dieses große Viech. Will ich jetzt die Höhle hier... Ich wollte doch eigentlich den anderen... Na komm, jetzt, machen wir jetzt die Höhle. Was soll's. Dann machen wir jetzt halt die Höhle. Ist das hier eine reine Erkundungshülle oder sind hier auch Gegner? Man weiß es nicht so genau. Bisher sieht es safe aus. Da oben ist auch das Viech, was uns interessiert. Majoi Signum. 15 Stück haben wir schon. Also vielleicht kriegen wir ja jetzt demnächst raus, was wir damit so anstellen können. Ich wollte gerade sagen, irgendwas tut sich hier gerade. Hier ist ein Dings, ein Ivarok. Aber er hat sich wieder schlafen gelegt. Da hat man kurz Hallo gesagt und jetzt hat er sich wieder schlafen gelegt. Okay. Aber gut zu wissen, dass er hier... Okay, wait a moment. Das ist ein Durchgang. Nicht zu nah hingehen, sonst wird er wieder wach. Um den kümmern wir uns vielleicht nachher. Ich will mich erstmal ein bisschen umgucken. So, schau mal, hier komme ich nämlich durch. Was ist jetzt dahinter? Was haben wir da Hübsches entdeckt? Oh, da könnte ein... Also das letzte Mal war in so einem Haus ein Kleidungsstück. Fände ich tatsächlich ganz cool, wenn das wieder der Fall wäre. Hätte ich nichts dagegen. Na? Also überhaupt nicht hätte ich da irgendwas dagegen. Oh, bitte gib mir was Schönes. Hoppala. Bitte gib mir was Schönes. Okay, ich glaube, wir haben alles gelootet. Was haben wir hier?
Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Yes! Angriffskraft plus. Oh, das ist sehr, sehr strong. Für Bosskämpfe super zum Anziehen auf jeden Fall. Sehr schön, gefällt mir. Dann ziehen wir den doch gleich mal an für den Ivarok. Wo ist meine Angriffskraft plus? Da unten. Nice. Okay. Ansonsten ist das hier aktuell die höchste Verteidigung bei einer Hose, die ich habe. Allerdings zu schleichen, dann kann ich auch das anziehen. Und helmtechnisch ist das auch das Stärkste, was ich aktuell habe. Okay. Gut. So. Speichern wir mal, weil ich habe keine Lust, jetzt irgendwie Progress zu verlieren, falls ich jetzt irgendwas versauen sollte. Und dann gucken wir mal. Den Stein zum Angreifen sehe ich jetzt nicht. Na, nee, schade. Wir gehen erstmal noch ein bisschen außen rum. Gucken mal, ob ich noch irgendwas großartig looten könnte. Jawohl. Oh, da sind noch mehr Durchgänge. Okay, warte mal. Wir gehen erstmal noch die oder ist es kein Durchgang? Ich weiß es nicht. Aber das sieht schon, so eine riesige Ansammlung, das könnte schon das sind schon Durchgänge, oder? Nee, dahinter ist tatsächlich jetzt mal nichts gewesen. Okay. Nee, da taucht auch nichts auf. Okay, gut, gut, gut. Ist in Ordnung. Wo hatte ich jetzt noch so eine Ansammlung gesehen an Steinen? Irgendwo hatte ich noch so eine Ansammlung gesehen. Ah, da. Nee, aber okay, das sieht auch nicht wie ein Durchgang aus. Nee. Wir machen es mal kaputt, weil es doch auch ordentlich Loot gibt. Aber ich glaube, da ist nichts weiter. Okay, so viel Loot war es jetzt in dem Fall leider nicht. Na gut. Nee, aber auch hier kein Durchgang. Ist okay. So, dann gucken wir jetzt mal. Ich speichere nochmal. Er dürfte ja nicht so stark sein. Also, wir haben ja einige krasse Waffen noch dabei. Aber erstmal Foto. Genau, leuchtender Ivarok. Ich sehe nur seine Schwachstelle jetzt leider noch nicht, ne? Die ist... Nee, die zeigt er sich, die zeigt er mir noch nicht. Ist okay. Ist okay. So. Welche Waffe nutzen wir? Ja, wir haben halt hier noch richtig krassen Stuff. Das muss ich auf jeden Fall später nutzen, wenn ich was Krasses habe. Dann kann ich da wieder was Krasses draus basteln. Ja, wir gehen mal mit dem. Wir gehen mal mit der Lanze. Nein! Ach Mann. Das war schon wieder blöd. Oh mein Gott, er ist... Oh mein Gott, ey, meine... Oh mein Gott, er ist so krass als Helfer. Yo, mit der Lanze ist er halt einfach sofort durch. Auch wenn er die Lanze hat schon Abflug gemacht, schade. Bruder, ein Treffer. Ich, oh mein Gott. Es lief so gut. Es lief so gut. Ein Treffer und ich mach den Schuh. Das ist... Ah, ist das traurig. Ah, ist das traurig. Okay. Dann können wir eigentlich gleich überlegen, ob wir erst die Waffe kaputt machen. Das wäre vielleicht schlauer.
Ja. So geht's auch, ne? So geht's halt auch. Oh, guck mal, der hat. Okay, der hat solche Sachen gedroppt. Hier irgendwas Neues zum Fotografieren? Nee, ne? Okay. Oh, lol. Der hat so ein Leuchtstein-Teil, so ein riesiges gedroppt. Was kann ich denn damit anfangen? Also, das ist ja sicherlich. Ja, wofür ist das jetzt was? Was kann ich jetzt damit? Ist das jetzt zum Synthetisieren sozusagen gedacht oder? Ich bin mir ein bisschen unschlüssig. Komm, wir machen mal gerade den Felsbrockenhammer kaputt. Im Sinne von so. Und guck mal, was die Synthese sagt. Leuchtende Ivarok-Steine. Aber was anderes als. Also soll ich den jetzt so nutzen oder kann ich den kaputt. Oder kann ich ihn einfach kaputt machen und dann bringt er mir mehr? Warte, ich speichere mal vorher. Kann ja sein, dass man den noch kaputt schlagen kann und dann kommt was Cooles raus. So, ich weiß es ja nicht, ne? Okay, nee, der ist wohl wirklich zum Synthetisieren gedacht. Na dann, let's go. Okay, plus 21. Yo, der ist richtig crazy. Dann ist es aber jetzt auch nichts zum Leuchten der Ivarok-Hammer. Schnell aufladen, okay. Hätte ich aber jetzt vielleicht nicht das schwache Schwert damit verbinden. Ja, dann war das jetzt vielleicht nicht die beste Idee. Egal. Ist okay. So. Gut. Aber dann denke ich, haben wir jetzt wirklich alles von dieser Höhle gesehen, was man so sehen konnte. Oder zumindest die wichtigsten Sachen mal mitgenommen. Sehr schön. Jetzt wird mich interessieren, wenn ich jetzt wieder an dem Baum einen Apfel hinlege, ob jetzt hier nochmal der Strahl auftaucht, so nach dem Motto, das taucht einfach überall auf, wo Höhlen sind. Oder ob das halt nur dann die Höhlen sind, wo ich das Viech noch nicht gefunden habe. Die zwei Möglichkeiten gibt es ja theoretisch. Deswegen probieren wir es jetzt gerade einfach nochmal. Weil wir es können. Hier einen Apfel reinzulegen. Geld. Nee. Ja. Ja, okay, der kommt wieder. Und leuchtet jetzt da drüben nochmal das Ding oder leuchtet es jetzt da nicht mehr? Das ist jetzt die Frage, die ich mir stelle. Also kann ich mir damit Höhlen zeigen lassen, wo ich das Viech noch nicht gefunden habe? Das wird jetzt spannend. Nee, da leuchtet es wieder. Okay, schade. Also leuchtet es grundsätzlich bei Höhlen. Okay. Okay, aber ist ja nicht schlecht, wenn man irgendwo in der Nähe eine Höhle sucht, dann findet man die auf die Art und Weise recht schnell. Okay. Gut. Also so interpretiere ich das jetzt einfach mal. Keine Ahnung, vielleicht ist ja auch meine Interpretation völliger Müll. Na, auch das ist gut möglich. Aber so interpretiere ich das jetzt mal. Ey, wir haben schon wieder was Neues gelernt in dem Part. Es hört nicht auf. Es hört einfach nicht auf. Wir lernen ununterbrochen Dinge. So. Nein, ich habe keine Lust auf Kämpfen. Lasst mich in Ruhe. Ich will Fortschritt. Das ist ein ordentlicher Brocken. Aber ich hab aktuell genug Steinwaffen. Die Friedhofbrücke. Jetzt würde mich interessieren, ist da irgendwas unten?
Was für mich spannend sein könnte. Ja. Okay, wie kann ich das jetzt... Wie kann ich daraus jetzt einen Krog herzaubern? Mann, ist... Ist das dein Ernst? So. Schieße ich das einfach ab, oder was? Ja, okay. Alles klar, sehr schön. Hat sich doch schon gelohnt. Hey, das Wetter sagt, es ist Sonnenschein. Warum hat es jetzt da... Egal. Wahrscheinlich, weil das, da, das Wasser so schnell geflossen ist, dass alles nass geworden ist. Keine Ahnung. Ah, das hört auch nicht auf zu leuchten, bis man dann hingeht. Okay. Also ich sehe jetzt einfach, wo Höhlen sind, solange ich das nicht wohin gelaufen bin. Ja, ist okay. Habe ich nichts dagegen. Wirkt die Welt gleich noch ein Stück mystischer. Nein, ich habe keine Lust auf euch. Leave me alone. Wir gehen schön allen Kämpfen aus dem Weg. Ich will noch zu dem Schrein kommen. Das habe ich am Anfang des Parts gesagt. Das will ich jetzt auch noch durchziehen. Ach, am Anfang des Parts natürlich nicht, aber... Und da drüben ist wahrscheinlich der Stall des Waldes, oder? Irgendwas ist da auf jeden Fall. Ah nee, das ist einfach ein Lagerfeuer. Okay. So, wo ist jetzt der Schrein? Der muss doch hier irgendwo in der Nähe... What? Ah, Schleim. Schleimies! So. Bist du irgendwie wichtig? Ramdas Schatz. Ja. Nanu? Wie geht's, wie steht's, Reisender? Ja, so ein gesunder Fußmarsch kommt wohl nie aus der Mode. Und mit Mode kenne ich mich aus, du etwa auch? Suchst du vielleicht ebenfalls nach Ramdas Schatz? Jetzt weißt du darüber nichts. Was sagt man denn dazu? Räuberkönig Ramda, eine wahre Legende aus frühen Zeiten, soll sich ungeheure Reichtümer zusammengerafft haben. Dabei legt er einen ungemein edlen Modegeschmack an den Tag, so heißt es. Ja, er soll die schönsten Kleider auf der Welt gesammelt haben und überall hier versteckt haben. Hier in Hyrule. Noch mehr zum Sammeln? Noch mehr zum Sammeln? Wenn man zu einem Gerücht auf die Spur kommt, muss man natürlich nicht sofort auf die Suche machen, nicht wahr? Da gibt es für mich einen Modekenner nur eines. Ramdas Schatz, fit und auf ewig glücklich sein. Okay. Ja. Ein Kleidungsstück, das selbst vor Blitzschlag schützt, scheint irgendwie hier ver... Okay. Ich kenne sie, aber erzähl mir was. Ja, Kleidung gesegnet wegen die bla bla bla. Ja. Stall des Waldes, ja. Okay, also, das Kreuz ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Wenn das Kreuz zu so einer ne, Anti-Blitz-Rüstung führt, gerne. Sehr, sehr gerne. So, aber trotzdem muss doch hier irgendwo dieser zweite Schrein sein, den wir immer gesehen haben, von weiter Ferne. Der kann doch jetzt nicht plötzlich ewig weit weg... Ah, da ist er, okay. Sag ich ja. Nee! Lass mich in Ruhe. Holy shit, schon wieder. Mach dich einfach weg. Ach, jetzt greift er die an. Hauen die trotzdem ab oder greifen die jetzt... Okay, die hauen einfach ab, Gott. Mein Gott. So. Oh, lol. Oh, lol. Was haben wir denn hier Hübsches?
Leuchtsamen. Schön. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Das sieht auch interessant aus. Aber ich glaube, das ist einfach nur Landschaft. Okay. Ja, und da ist natürlich so, das ist alles sehr nah hier am Schloss. Gut, wir gehen noch kurz zum Schrein. Wir machen noch den Schrein und dann hören wir auf. Dann haben wir trotzdem fast wieder eine Stundenpart. Es wird nicht besser. Es wird einfach nicht besser. Oder wir machen den Schrein. Wir lösen den Schrein aus und hören dann auf. So, wir machen jetzt mal wirklich den Part nicht so riesig. Wir haben genug erlebt. Wir haben genug erlebt, das ist für einen Part in Ordnung. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.